Ja, guten Tag Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Brab Nation Kanal. Ich bin gerade auf dem Weg zur Post, zur Paketstelle und muss dann noch ein bisschen einkaufen gehen. Deswegen habe ich hier auch so eine Tüte dabei. Ich hoffe, das bleibt hier auch alles schön drinnen. Ich dachte mir, die Gelegenheit nutze ich doch mal, um euch das Motorrad vorzustellen. Genau, und wer das letzte Video nicht gesehen hat von mir, da habe ich ja schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, dass es eine Baujahr 2022er ist und so circa 700 Kilometer jetzt oben hat. Und heute wollte ich euch einfach mal so ein kleines Walk Around geben, weil ein paar Dinge wurden auch schon verändert. Zum Beispiel jetzt hier, wie ihr sehen könnt, die Spiegel. Das sind so eine Husqvarna Powerpart Spiegel, glaube ich. Und die sehen eigentlich ganz schick aus, weil ich bin nicht so ein Fan von die unter den Achseln da durchschauen. Die sind zwar optisch deutlich geiler, muss ich sagen. Man sieht mal besser als wie hier, wo man die Schultern drin hat. Aber man sieht meiner Meinung nach nichts, weil es einfach viel zu viel vibriert. Und es bockt halt irgendwie gar nicht. Und da bin ich eigentlich ganz froh, die sind dezent und schick. Und mit E-Prüfzeichen vor allem. Dann hat der Kollege Schnürschuh auch noch, also mein Vorbesitzer auf gut Deutsch, hat dann auch noch so einen eloxierten Deckel hier dran gemacht. Und aber nur auf der einen Seite. Und ich bin ehrlich gesagt gar nicht so übertrieben erfreut von diesen eloxierten Sachen. Ich weiß nicht, wenn das alles schwarz wäre, würde mir das persönlich besser gefallen. Ich bin ja auch noch am Überlegen, mir solche Handguards zu holen. Diese Alu-Handguards, die ich eigentlich immer habe. Und die werde ich mir höchstwahrscheinlich auch wiederholen, weil ich finde die einfach optisch richtig geil. Die sind zwar silber und nicht schwarz. Die gibt es leider nicht in schwarz. Sonst würde ich sie mir super gerne in schwarz holen. Aber die sind optisch richtig geil und aus Alu vor allem. Ich blende einfach mal ein Foto ein. Ich hatte die ja auf meiner vorigen Maschine ja auch oben. So, jetzt sind wir hier an einer schönen Packstation. Oh, oh, so. Und da werde ich jetzt kurz das Paket leer aufgeben und dann zeige ich euch die Karre. So, ich zeige euch jetzt mal das schöne Motorrad. Es ist ja eine Baujahr 22er und hat auch dieses Dekor dann oben. Finde ich ziemlich, ziemlich geil, muss ich sagen. Ein paar Sticker hat er noch dran gemacht. Das sind ja die originalen Handguards. Das sind jetzt die Spiegel, die ich gemeint habe. Klar, die hat man ja onboard auch schon gesehen. Ich finde aber auch gerade, wenn man von oben, von vorne schaut, die eigentlich recht dezent. Sieht eigentlich ganz schick aus, muss ich sagen. Aber ja, andere Handguards würde ich auf jeden Fall gerne noch dran machen. Dann hat er hier so einen eloxierten Deckel dran gemacht. Und hier ist ja auch ein anderer eloxierter Deckel dran und der ist original. Ein bisschen komisch, aber ja. Dann hat er noch hinten Sturzpads verbaut. Vorne fehlen sie noch. Dann haben wir hier den kurzen Kennzeichenhalter, der richtig schick ausschaut. Und das Schmuckstück natürlich, der Remus, den ich auch damals bei meiner alten 701 auch drauf hatte. Dann hat er hier noch den Carbon-Hitzeschutz verbaut gehabt. Und hier unten auch noch mal einen eloxierten Deckel. Das wusste ich jetzt gerade ehrlich gesagt gar nicht. Aber sehe ich gerade. Genau, noch einen Motorschutz ist auch noch dran. Und da ist jetzt die Frage, es gibt von CMT, gibt es auch die Carbon-Schwinge. Würde ganz cool, glaube ich, dazu ausschauen. Und in dem Plastik gibt es den leider nicht. Also eine Sache, was mich auf jeden Fall jetzt hier an der Karre schon stört, ist, man kann die nicht starten, wenn der Seitenständer unten ist. Und man kann sie auch nicht starten, wenn ich nicht die Kupplung ziehe, obwohl gar kein Gang drinnen ist. Das ist so komisch. Aber ich glaube, das ist bei den neuen einfach so. Das wusste ich aber nicht. So einen Schwachsinn habe ich ja wirklich noch nie gehört. Genauso, dass ich die Karre nicht starten kann, wenn der Seitenständer noch unten ist. Also klar, wenn der Seitenständer unten ist und ein Gang ist drinnen, dann geht sie aus. Das war ja ganz normal früher. Aber ich verstehe nicht, warum man sie jetzt nicht anmachen kann, wenn der Seitenständer unten ist und kein Gang drin ist. Das haben die ja auch geändert. Und ich glaube, die wollen, also das verstehe ich jetzt noch vielleicht mit dem Seitenständer. Okay, kann ich nachvollziehen, dass man die Karre nicht immer warm laufen lässt. Habe ich zwar auch gemacht immer so. Fand ich irgendwie zwar immer ganz cool, aber ja, umwelttechnisch verstehe ich es. Aber warum man die Kupplung ziehen muss beim Starten, obwohl kein Gang drin ist, das ist absolut schwachsinnig meiner Meinung nach. Aber vielleicht hat der ein oder andere ja eine Ahnung und kann mir erklären, wieso, aus was für einem Sicherheitsgrund man sowas macht. Ich muss sagen, Dekor gefällt mir original richtig, richtig gut.
Und da will ich, glaube ich, ehrlich gesagt nichts verändern. Fürs erste Mal. Man kann es natürlich noch nie wissen, was in der Zukunft so sein wird. Aber fürs erste, glaube ich, lasse ich die mal so richtig schön clean original, weil sie mir einfach designmäßig wirklich gut gefällt. Ich werde jetzt noch mal kurz einkaufen gehen. Ein paar Getränke. Boah, die klingt so gut. Naja, und dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, danke fürs Zuschauen, Leute. Man sieht sich spätestens im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und falls ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, dann abonniert super gerne den Kanal. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Genau, das war's eigentlich. Haut rein und tschüssi.